Faulenst du noch oder schläfst du schon? So, endlich an der Elbe nach der Schonzeit. Ich bin sicher, dass wir den einen oder anderen kriegen vom Ufer aus heute, Sebastian. Ja. Und das werden wir gleich mal machen. Wir faulenzen uns jetzt zum Saisonstart aus den schönen Elbtalauen ein paar schöne, dicke Zander raus. Beim Zanderfischen montiere ich am allerliebsten als Vorfach Fluorocarbon. Da haben sich Stärken zwischen 0,30 und 0,35 mm bewährt. Dünnere Vorfächer sind häufig in ihrer Tragkraft ein bisschen zu schwach und dickere werden zu störrig. Dieses Fluorocarbon ist ja relativ hart, also verglichen mit normalem Nylon, mit Hochleistungsnylon, das ein bisschen geschmeidiger ist. Ist das ein ziemlich tröges Zeug und deshalb nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn, damit es nicht reißen kann. Nun haben wir die dankbare Aufgabe, zwei völlig unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Zum einen haben wir unsere Hauptschnur, das ist in diesem Fall eine 0,15er Power Pro in Gelb, also eine richtig starke Geflechtschnur, die nun die Eigenschaft hat, keine Dehnung zu haben und diese sägezahnartige Oberfläche hat. Zum anderen unser Fluorocarbon, das nun deutlich weicher ist als diese Geflechtschnur. Und diese unterschiedlichen Materialien bekommt man dann am haltbarsten zusammengeknüpft, wenn wir einen Knoten binden, in dem keinerlei Scherkräfte wirken. Das hört sich jetzt ein bisschen wissenschaftlich an, hat aber einfach nur den Hintergrund, dass beide Schnüre nicht ineinander schneiden dürfen, wenn wir die verknoten. Ansonsten gibt es Bruch. Spätestens beim ersten Hänger oder im Idealfall beim ersten Fisch. Und das wünschen wir uns auf gar keinen Fall. Diesen Knoten habe ich nicht selbst entwickelt, sondern den Brandungsanglern geklaut. Und zwar hat mir den ehemalige DRM-Teamangler, der Uwe Böttcher, erklärt, als ich vor Jahren mal einen Fotoreport über ihn gemacht habe. Und dieser Knoten hat bis heute, ja, also wirklich für Furore gesorgt. Nennen wir ihn mal den Schlagschnurknoten. Wir legen ins obere Ende des Fluorocarbons einen halben Schlag, den wir aber nicht schließen. Diesen halben Schlag schauen wir uns jetzt genau an und stellen fest, in welche Richtung er nach unten abknickt. Das kann man jetzt bei dieser Einstellung sehr schön sehen. Diese Schlaufe geht etwas nach unten in diese Richtung weg. Das ist immer die Seite, von der wir jetzt mit unserer geflochtenen Schnur durchkommen. Jetzt ziehe ich hier so 15 cm Schnur durch und schließe diesen Knoten fest. Das geht am besten mit den Zähnen. Alle Zahnärzte bitte einmal wegschauen. Nun lege ich auf diesem Knoten Daumen und Zeigefinger der linken Hand auf und beginne mit furchtbar vielen Windungen des Geflechts um das Fluorocarbon. Am besten halten wir das Fluorocarbon mit den drei Fingern der rechten Hand fest, damit wir hier eine steife Achse haben, um die wir mühelos unser Geflecht legen können. Dann haut uns die Schnur nicht ab und wir sind in der Lage, hier schöne enge Windungen zu legen. So, das sind jetzt gefühlte 30, genau habe ich nicht mitgezählt, aber das sieht schon so aus, als wäre das eine ausreichende Zahl an Windungen. Nun gehe ich mit dem Schnurende der geflochtenen Schnur durch diese kleine Schlaufe. Die hat sich gebildet durch das Auflegen von Daumen und Zeigefinger. Von welcher Seite sie da jetzt kommen, ist wurscht. Entscheidend ist nur, dass die Schnur durchkommt. Jetzt halten wir diese Schnur fest und ziehen zunächst mal an den beiden langen Enden. Also einmal an der Hauptschnur und einmal am Fluorocarbon. So, und jetzt im norddeutschen Wind kann sich hier nichts mehr verheddern und diese Windungen sind schon mal weitestgehend fixiert, bevor wir den Knoten jetzt endgültig fertigstellen. Jetzt wird er einmal richtig schön mit Spucke angefeuchtet. Das ist wichtig, weil Spucke ist erstens ein gutes Gleitmittel und zweitens verhindert die Spucke, dass hier Reibungshitze entsteht, wenn ich diese Windungen jetzt fest unten auf dem Knoten aufstauche. Der Rest ist schnell erzählt. Ich mache jetzt einfach Druck an beiden Enden, also am Fluorocarbon und an der Geflechtschnur und schiebe unter Zug die Windungen unten auf diesem Knoten auf dem Fluorocarbon auf. Das Einzige, was uns jetzt noch stört, sind eben diese beiden langen Enden.
die wir jetzt gleich abschneiden. So, jetzt schnappe ich mir mein Feuerzeug, um die beiden Enden anzubrennen. Wenn das Schnurmaterial schmilzt, entstehen kleine Knubbelverdickungen, die verhindern, dass unser Knoten am Ende aufrutschen wird. Ein bisschen schützen hier und das sieht man schön, wie die Windung bzw. wie die Enden jetzt ranschmelzen. Und diese verdickten Enden bilden gleichzeitig auch eine Rutschbremse, die ein Aufgehen des Knotens verhindert. Man könnte nun natürlich den Köder direkt an diesem Fluorocarbon-Vorfach anknoten. Da würde ich allerdings von abraten. Das Problem ist, dass wir dann einen starren Knoten haben, in dem der Köder nicht arbeiten kann. Und diese starre Verbindung, wenn wir sie zwischen Steine ziehen oder über schottrigen Boden, ist einfach deutlich verschleißempfänglicher, als wenn wir hier mit einem ordentlichen Karabiner arbeiten. Und wenn ich von einem ordentlichen Karabiner rede, meine ich auch nicht so ein Spielzeug, sondern wirklich einen, der einen schönen weiten Bogen hat, in dem sich später unser Bleikopf wunderbar frei bewegen kann. Der kann gerne ein bisschen größer sein. Auf was man aber verzichten kann, ist das Wirbeltönchen, weil wir beim Angeln mit Gummifischen einen Köder haben, der immer in einer Ebene läuft und sich nicht um die eigene Achse dreht. Deshalb gibt es keinen Trall. Und wenn beim Angeln kein Trall zu befürchten ist, brauchen wir natürlich auch kein Tönchen, kein Wirbeltönchen, das nur zusätzliches Gewicht bringt, weil wir müssen ja keinen Trall verhindern. Nachdem ja der Verbindungsknoten mit dem Geflecht ein bisschen aufwendiger war, kommt jetzt was für Knotenmuffel. Weil Fluorocarbon hat den großen Vorteil, dass es mit den einfachsten Knoten haltbar mit dem Karabiner zu verbinden ist. Das Anfeuchten ist sehr wichtig beim Fluorocarbon, weil es die Reibungshitze, wie ich vorhin sagte, verhindert. Und man sollte die Windung noch nie durch einfaches Zuziehen nach unten gleiten lassen, sondern immer mit dem Fingernagel unterstützen. Bremse mache ich immer richtig fest zu. Mit großen Zandern spielt man nicht. Ah, schau mal, hier war der Biber aktiv. Der hat hier wohl die letzte Nacht einen kleinen Landgang unternommen. Das sind ganz, ganz typische Spuren. Ich will euch das mal kurz erklären. Diese lange Schleifspur, die man hier sieht, die ist von seinem Schwanz. Ja, und wie man unschwer erkennen kann, na, also das ist jetzt schon mal so gute 15, 17 cm breit, war das ein ganz schöner Ömmel. Wusstet ihr, dass Biber fast so groß wie Schäferhunde werden? Ich wusste es nicht. 30 Kilo weist die Literatur aus als Maximalgröße für diese Biber. Und als ich den ersten gesehen habe, ist mir schier das Herz stehen geblieben. Sebastian hat ja da vorne schon etliche Würfe gemacht, ordentlich Gas gegeben und bisher noch keinen Zander überreden können. Und ich denke, ich gehe einfach mal an die Nachbarbuhne, weil die hat auch viel Potenzial. Wir sehen uns. Während Jörg seine Rute montiert hat, habe ich ja schon fleißig geangelt. Und in der ersten Buhne, dabei ist mir das hier passiert, Schwänzchen ab. Also war ein kurzer Anfasser gewesen und ich habe ihn nicht gekriegt. Ich angel ohne Zusatzdrilling hier im Fluss, denn wenn ich einen Kapitalen drauf kriege und der hängt mir am Zusatzdrilling, kann es passieren, dass er mir den einfach lang macht und ich den Zander gar nicht bekommen kann, wenn er in den Hauptstrom reindrückt. Deswegen muss er schon sicher hängen und das geht nur mit dem Haupthaken. Und mit dem Schlagen eines dritten Nasenlochs, so wie ich es gern sage. Wir fischen hier an den Elbtalauen die auf Zander so effektive Faulenzer-Technik vom Ufer aus. Und der Name rührt daher, dass sich am Rutenblank während des Angelns nichts rührt. Wie das jetzt im Detail funktioniert, die ganze Faulenzer-Technik-Geschichte, erzählt euch am besten der Erfinder selbst, der Jörg. Da steht hier oben auf der nächsten Buhne. Und das ist ganz gut, da kann ich mich wenigstens aufs Angeln konzentrieren.
Hier sind wir nun an einer ganz besonders spannenden Stelle, die sich unglaublich verändert hat durch das letzte Hochwasser der Elbe. Und zwar war diese Buhne noch Ende letzten Jahres, vor diesem schweren Hochwasser im Winter, ja, eine Buhne, wie man sie kennt. Und jetzt sind wir hier auf allerfeinstem Badestrand. Gibt mir die Möglichkeit, kurz aufzuzeichnen, wie die Fischerei an einer Buhne funktioniert in Bezug auf die Faulenzer-Methode. Ja, und den Unterschied zwischen Prallwasser und Gleitwasser zu erklären. Da gibt es nämlich grundsätzlich zwei Sachen zu unterscheiden. Ich werde jetzt mal mit meiner durchschnittlichen zeichnerischen Begabung so eine Buhne hier aufzeichnen. Und dieser Pfeil signalisiert die Strömung der Elbe. So, da gibt es einmal die Buhnenseite, auf die die Strömung aufprallt. Das ist diese hier, der sogenannte Prallhang. Und dann gibt es zum anderen den sogenannten Gleithang, an dem die Strömung vorbeigleitet außen am Buhnenkopf. Das ist hier. Beide Buhnenseiten bieten uns exzellente Möglichkeiten zum Faulenzen auf Zander. Die klassische Buhnenseite ist der sogenannte Gleithang, also diese Seite der Buhne, an der die Strömung außen vorbeigleitet. Hier lässt sich die Faulenzer-Methode relativ einfach praktizieren, indem wir weit werfen. Das zeige ich euch aber gleich am praktischen Beispiel mit der Rute, da geht das wesentlich besser. Hier hat man die Rute beim Faulenzen zunächst flach und kann durch Änderung des Anstellwinkels auch den Winkel verändern, in dem der Köder läuft. Die andere Seite, die wesentlich schwierigere Seite, ist diese Prallseite, also die Seite der Buhne, auf die die Strömung aufläuft. Deshalb schwieriger, weil da natürlich nicht nur Wasser aufläuft, sondern auch der ganze Schnodder, der im Fluss unterwegs ist. Äste, Steine, auch mal ein Einkaufswagen, hier glücklicherweise weniger, beim Hamburger Hafen haben wir das oft erlebt. Also da gibt es Hänger. Aber diese Hänger sind wiederum auch Einstände für kapitale Raubfische. Sowohl für kapitale Einzelexemplare des Zanders, aber auch für sehr starke Hechte. Und deshalb lohnt es sich, auch diese Seite mit der Faulenzer-Methode zu beackern. Das machen wir aber, indem wir die Rute gleich steil anstellen auf die 12 Uhr Position am Arm. Und wie das jetzt genau in der Praxis funktioniert, das zeige ich euch jetzt, indem wir gemeinsam mit der Rute vor auf den Buhnenkopf laufen. Ich zeige euch jetzt zunächst mal, wie es hier an der Gleitseite funktioniert. Das ist die Seite, die zunächst mal gerade für Einsteiger zu empfehlen ist, weil es hier deutlich einfacher ist und vor allem, weil der Boden in der Regel sauberer ist. Super schön sieht man jetzt die Schnur und draußen dieses erste Aufsetzen des Köders, das ist mit am schwierigsten überhaupt wahrzunehmen. Deshalb habe ich meinen Finger jetzt in diesem Stadium noch in der Schnur, um das besser zu spüren. Jetzt wurde mir signalisiert, dass der Köder unten ist, war ein kleines sanftes Tock in meinem Finger und nun beginne ich mit dem klassischen Faulenzen, indem ich Rute und Schnur in einer Linie führe. Beides quasi als Verlängerung meines Unterarmes nach vorne richte und den Anstellwinkel der Rute flach habe. Und mache jetzt ein variantenreiches Köderspiel, indem ich mal einen Schlag mache, mal zwei Schläge mit der Kurbel mache, vielleicht auch mal drei. Gerade wenn das Beißverhalten aggressiver ist, ist das besser, wenn man den Köder etwas weiter hüpfen lässt. Am allerliebsten mache ich aber das. Ich mache einen Viertelschlag, einen halben Schlag, maximal einen Schlag dazwischen. Mache also kurze Sprünge am Grund, weil das ist in dem Stadium, wo die Zander nicht fressen, und das tun sie meistens, die beste Strategie, um sie an die Angel zu bekommen. Wenn ihr jetzt sagt, die Absinkphase ist mit diesen kurzen Kurbelschlägen aber doch verdammt kurz, ist das natürlich richtig. Aber wir reden immerhin davon, dass wir den Köder um 15-20 cm anheben, wenn ich eine Viertelumdrehung mache, und 35-40 cm, wenn ich eine halbe mache. Und das genügt völlig, um dem Zander die Möglichkeit zu geben, den Köder ordentlich einzusaugen, während er absinkt. Das war es jetzt erstmal zum Faulenzen an der Gleitseite der Buhne. Ja, und für den Prallhang ist es im Moment ein Ticken zu windig und ich denke, wir machen das an einer geschützten Stelle, damit ich euch das besser zeigen kann, ihr auch das Spiel der Schnur besser nachvollziehen könnt. Also, see you later. Also das ist ganz schön schwerer gewesen. Schön tief.
So, da haben wir im Halbdunkel noch unseren Zielfisch heute erwischt. Eigentlich ein ganz guter Auftakt, ein hübscher Fisch, wie er hier bei uns in der Elbe ja, den Durchschnitt darstellt. Ich denke, er hat 60, 61 cm. Und diesen herrlichen Zander werden wir dann gleich wieder in sein Element entlassen und ihn bitten, dass er Mutti schickt, oder? Sehr hübscher Fisch, gut genährt. Und daran sieht man, dass sie jetzt nach der Laichzeit schon ordentlich mit dem Fressen begonnen haben und dass wir mit ein bisschen Glück noch ein sehr schönes Fischen erleben werden. Petri, Jörg, hast ja noch einen rausgeleiert. Hat er arbeitet, aber du siehst, irgendwann faulenzt man sich an in die Reihe. Ist wieder herrlich heute, Sebastian. Das ist ein stabiler Lichtdruck, ne? Sebastian, jetzt sind wir ein ganz gutes Stück gerödelt hier bei die Wiese. Gute 2 Kilometer, denke Mann, ich. Mann, ne? Mann, Mann, Mann. Es ist warm geworden, obwohl da so ein kalter Wind ist heute. Aber ich denke, es lohnt sich, weil wenn du hier schaust, siehst du, dass hier der Fluss mit der tiefen Rinne auf unsere Seite läuft und das nur auf 500 Meter. Das ist genial. Ja, das ist natürlich eine super Struktur und deshalb denke ich und glaube ich, dass sich der Weg gelohnt hat. Alter Schwede, sag mal, hätte ich 2 Kilometer hierher gelatscht an dem, wie ich finde, sehr genialen Platz. Und beim ersten Wurf, da war die Kamera noch gar nicht hier, steigt mir ein schöner 70er ein und ich habe ihn vorne vor der Böschung, weil ich den Platz halt noch nicht kenne, halt zu hart genommen und ist ausgestiegen. Ne? Eieiei, ist schade. Gestern hatten wir uns ja schon das Faulenzen an der Gleitseite an der Buhne am Gleithang angeschaut. Als der Wind noch ein bisschen stärker war und deshalb hatten wir darauf verzichtet, nochmal die Fischerei am Prallhang der Buhne zu zeigen. Das machen wir jetzt und ich kann euch auch nur empfehlen, das immer wieder zu machen, wenn man diese Buhnen befischt, dass man eben auch auf die Seite hin fischt, wo die Strömung des Flusses aufläuft. Die Besonderheit ist das Fischen mit der Rute in 12 Uhr Position. Hier habe ich, wenn die Strömung den Köder auf mich zuträgt und das Wasser häufig etwas flacher ist, einfach weniger Schnurwiderstand im Wasser und kann somit die Absinkphase deutlich verlängern. Das kommt bei der Prallhangfischerei sehr gut. Um in die 12 Uhr Position zu kommen, macht man es am besten so, dass man einen Großteil der Hand oberhalb des kleinen Fingers über dem Rollengriff platziert, den Zeigefinger oder den Daumen, das kann man sich raussuchen, wie man es lieber will, lang anlegt und dann über den angelegten Finger den Griff am Unterarm fixiert. So haben wir wie die Fliegenfischer ein steifes Handgelenk und das ermöglicht uns, die Rute hervorragend zu kontrollieren und den Köder in der 12 Uhr Position mit der Rute auf uns zugleiten zu lassen. Da ist er! Fisch! Ruder, großer! Jawoll! Leute, spannend! Richtig guter Fisch! Schau mal. Oh, Alter. Super. Herrlicher Zander, hä? Machst du? Ja. Aber vorsichtig. Temperamentvoll. Hey! Ja! Super! Siehst du, ich hab nur geil gehabt. Herrlich, herrlich geschluckt. Geil. Hä? Was für ein hübscher Fisch. Respekt, geil. Super, schönes Komm, dann Ding. Schauen wir, dass wir ihn möglichst schnell wieder zurückbekommen. Hast du ihn sicher? Der hat uns ja jetzt richtig Freude gemacht, der Bursche. Na, wo haben wir ihn denn? Ich bin kein Freund von Lösezangen, sage ich da gleich dazu, weil man mit dem Finger an und für sich das meiste Gefühl hat, um den Haken entfernen zu können. Hier sieht man, dass er nur im Häutchen am Oberkiefer sitzt. So, jetzt haben wir ihn. So, Bursche, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch und schick uns Mutti. Hat schön Körperspannung, der Fisch. Und sagt nochmal artig Tschüss. Das Zanderangeln ist ja wirklich eine faszinierende Geschichte. Zunächst mal der Absinkbiss.
der Köder sinkt nach unten, dann dieses Tock in der Schnur, das hat man einmal erlebt und will es immer wieder. Das ist ein echter Suchtfaktor, der in der Sache steckt. Einfach an loser Schnur dieses Einschlürfen des Köders massiv zu spüren, zu reagieren und dann diese satten Kopfstöße. Großartig, das liebe ich am Zanderfischen. Was ich aber auch liebe, aber das bleibt unter uns, ist die Tatsache, dass Zander ein echter Fisch für Morgenmuffel ist. Ich tue mich schwer, morgens um 5, um 6 schon am Wasser zu stehen. Und da kommt mir der Zander optimal entgegen. Ich will nicht ausschließen, dass es eine Eigenart der Elbe ist, dass sie mit ihrem trüben Wasser eben die intensivsten Beißphasen meistens in den Mittagsstunden uns bringt, so zwischen 12 und 3. Weil es ist halt trüb und der Fisch hat, gerade wenn die Sonne einstrahlt, dann eine super Möglichkeit, als Augenjäger unseren Köder zu sehen. Zander haben ihre optimale Wohlfühltemperatur bei 23, 24, 25 Grad. Und die wird garantiert nicht erzielt, wenn die Sonne gerade nach oben kriecht und noch kalter Morgennebel über dem Wasser liegt. In dieser Phase sind nach meinen Erfahrungen beim Spinnfischen, das ist ganz wichtig, also nicht beim Ansitzangeln mit Köderfisch, sondern beim Spinnfischen, wenn der Zander sein Auge auch einsetzen will und aktiv sein muss, um zu jagen, die Zanderfänge schlecht. Und deshalb findet man mich und auch meine Gäste bei den Guiding-Touren in der Regel erst nach 9 Uhr am Wasser, wenn die Sonne eine Chance hatte, das Gewässer zu erwärmen, leben, ins Wasser kommt. Ja, und wir dann eben auch eine richtig gute Chance haben, diesen wärmeliebenden, aktiven Fisch an die Angel zu kriegen. Sebastian, ist da keiner mehr? Ja, das ist jetzt typisch, ne? Das kenne ich von dir. Was? Ja, dann ist da keiner mehr und batsch, einen rausleiern. Das hast du drauf. Naja, wenn es klappt, ist doch gut, ne? Sebastian, ich habe mal eine Frage. Du gehörst ja zu den Akrobaten, die das schaffen, die Schnur immer in ihren Finger reinzudrehen bei der Faulenzer-Geschichte. Ich werde da oft drauf angesprochen, weil ich den Leuten ja immer sage, legt den Finger lang an den Griff und verwendet Ruten, die hart sind, euch super das Aufsetzen des Köders am Grund übertragen. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass das reicht. Du greifst in die Schnur. Ist das nicht wahnsinnig schwierig, danach zu nesteln? Ich habe mir das angewöhnt, immer wenn ich an neuen Revieren bin oder an neuen Stellen, wo ich noch nicht war, das mache ich eben sehr gerne. Ja. Weil man da immer wieder interessante Sachen erlebt, ja. Gerade bei sowas. Mir immer den Untergrund des Gewässers eben mit den ersten Würfen, halt mit dem Finger in der Schnur wunderbar zu ertasten. Ich kann dann wirklich ganz genau sagen, ist der Boden jetzt kiesig, sandig, verstehe, matschig. Verstehe, ob hart ist oder so. Weich. Ne? Und irgendwie trainiert man sich das dann an. Ja. Und wenn man dann nicht mehr darauf achten muss, das ist wie mit dem Autofahren. Wenn du in der Fahrschule bist, ne, musst du dich mit dem Fahrlehrer als erstes darauf konzentrieren, wie du die Gänge schalten musst, in welchem Gang du bist. Irgendwann ist das automatisiert. Nur mich fragen die Leute dann immer in meinen Guidings, ey, der Hähnel greift in die Schnur, warum machen wir das nicht? Und dann sage ich, versucht's mal. Ja. Und nach einer halben Stunde hat sich das Thema erledigt. Man weil sollte wenn du es nicht trainiert machen, hast, ist es einfach ein Ding, das die Konzentration ein bisschen von der Fischerei ablenkt. Genau das ist danach. Wenn man es geübt hat, wie du, da gibt es ja auch andere, die es hinbekommen, Linkshänder eindeutig im Vorteil, würde ich sagen, ne, dann ist es sicher eine geile Sache. Und ich habe es für mich auch probiert und ich frage dich auch deshalb neugierig, weil ich halt nicht damit klarkomme. Und es gibt ja, Sebastian, diesen geilen Grundsatz in der Angelei, den einzig wahren, wer fängt, hat recht. In der Tat. Das sieht gut aus. Wow. Alter Schwede. Ich glaube, ich komme mal mit dem Kriecher, Sebastian. Also wenn der Knüppel so kommt. Oh nein! Die so, Elbe gibt, die Elbe nimmt. Ich soll ich an Pfoten heute oder? Und was? Ich habe den zweiten Netzwerk geschickt, ja. Oh no. Obwohl ich diesmal gar nicht so heftig fix forciert habe wie den anderen, ne? Jammer. Ja. Und der stand ja in der Rute wie ein Bär. Ach, Junge. Das ist Fischen, der nächste hängt. Das ist so. Ja, Lieblingsthema der allermeisten Angler ist ja nun Köder, Köderfarbe, das Ganze, was sich mit der richtigen Köderform und der Farbe beschäftigt. Da habe ich mir auch viele Jahre mit ausgetobt und bin heute bei dem, was uns die Fliegenfischer sehr schön vorleben und imitiere auch beim Spinnfischen, speziell bei der Fischerei auf Zander, nicht mehr und nicht weniger als die Natur. Wenn man sich nun überlegt, dass tatsächlich irgendwelche gelben, roten oder fluoreszierenden Köder in bestimmten Phasen besonderen Erfolg haben sollten, kann ich nur sagen, wenn ich in das Wasser hier reinschaue und mir die Beutefische anschaue, haben die immer dieselbe Farbe. Ein Rotauge bleibt ein Rotauge, ein Barsch bleibt ein Barsch
Und wenn wir es schaffen, mit unserem Köder diese Beute einigermaßen zu imitieren, in Form und Farbe, ist nach meinem Dafürhalten das Thema Köderfarben abgehakt. Mehr konzentrieren auf das, was man tut, weniger in den Boxen rumfuchteln. Das ist eigentlich das, was ich seit Jahren erkannt habe, was der richtige Weg ist, um Zander zu fangen. Zu den Ködern noch mal ganz kurz. Wir fischen ja schlanke Köder. Das hat nicht nur den Vorteil, dass wir halt das Beuteschema des Zanders bedienen, sondern auch den riesen Vorteil, dass diese Köder halt vom Volumen her sehr schlank sind, ne? Sehr länglich sind und eine weiche Gummimischung besitzen. Der Zander nimmt den Köder durch Einsaugen, während der nach dem Starten zum Grund an gespannter Schnur zurücktaumelt. Weil dann ist der Zander sich sicher, dass er das Ding auch erwischt. Ja? In der Natur werden ja auch immer die schwächsten Beutetiere geschlagen. Bei Löwen überall ist das so und unter Wasser ja nicht anders. Und um die Flexibilität des Köders, die wir ja haben, durch den schlanken Körper und der weichen Gummimischung richtig ausnutzen zu können, ja? Fischen wir, oder ich zum Beispiel generell, immer einen sehr kurzen Haken. Hier haben wir einen der Jiggröße 3.0 auf dem 12er Gummifisch. Das mag befremdlich wirken, ne, weil da hinten kein Haken dran ist, der den Fisch zu fassen bekommt im Zweifel. Beim Zander muss man aber wirklich bedenken, er nimmt den beim Abtaumeln aus dem Stand, er schiebt sich ran, bleibt stehen, der Köder taumelt ab und er saugt den mit Karacho ein. Und dann haben wir eben dann den großen Vorteil des schlanken, weichen Köders. Er faltet sich wie ein Rollmops. Weil dieser Haken ja nicht wie eine Maulsperre wirkt, wenn er bis hier hinten geht, sondern eben durch den kurzen hier sich um diesen Winkel hier falten kann. Und deswegen gelangt das Ding wie ein Rollmops gefaltet ins Maul rein. Und da läuft man mit 200 km/h gegen den harten Rutenblenk. Und die geflochtene Schnur lässt ja, weil sie keine Dehnung hat, auch keine Luft ran. Und so bekomme ich diese Absinkbisse souverän in Drills umgewandelt und kann mich dann über einen schönen Zander freuen. Zu den Bleiköpfen. Also ich fische gerne sehr leicht. Ich habe hier, obwohl wir im Hauptstrom, oder sag ich mal, in so einem Fluss, in so einem großen Fluss wie der Elbe angeln, nur 10 Gramm drauf. Ne? 3-0er Haken und 10 Gramm. Hat für mich den Vorteil, ich kann langsamer angeln. Das heißt, ich habe bei einem Rollenhub oder bei dem Starten des Köders mit einer Kurbelumdrehung, habe ich eine schöne, lange, entspannte Absinkphase, die auch Drehgezander gerne mal folgen. Wenn ich jetzt einen schweren Bleikopf nehme, das rate ich jetzt mal Anfängern, ich sag mal 15 bis 20 Gramm können es schon mal sein, um das Gefühl dafür zu bekommen, für die Grundkontakte, für die Technik an sich. Und dann muss man sich dann nach und nach, ist ein guter Tipp, runterangeln auf leichtere Gewichte, denn umso länger kann ich den Köder im fangentscheidenden Bereich halten und umso langsamer kann ich ihn präsentieren. Zu schwere Köpfe erzeugen den Effekt, dass sie eben trotz schnellen Anstarten, so boom, 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 sofort wieder auf den Grund unten aufdreschen und einfach zu schnell und zackig geführt werden müssen. Ja, ist zwar auch fängig, aber das Optimum, habe ich für mich festgestellt, ist ein 10 Gramm Köpfchen, was eben diese Absinkphasen boom, boom, langsam aufgleitet, langsam absinkt. Und in dieser Phase kommen dann die Bisse und das ist eben attraktiv aus der Sicht der Zander. Zu der Ködergröße, die ja auch ein heiß diskutiertes Thema ist, ja oft. Wir haben da so eine Philosophie, der Zander ist ein selektiver Jäger. Das ist so sein Charakter. Ne? Er hat ein spezielles Beuteschema und wenn wir das erfüllen mit einem 10 bis 12 cm großen Köder, sind wir das ganze Jahr hart am Zander dran und wir fangen vom untermaßigen bis zum kapitalsten Brecher alle Größen auf dieses 10 bis 12 cm großes Beuteschema und das war uns noch nie zum Nachteil und jetzt Gummilatschen von 20 cm fischen zu müssen in dem Glauben, dass wir dadurch die Kapitalen mehr fangen, das ist nicht der Fall. Erstens fange ich nicht mehr Kapitale damit, sondern genauso viel wie mit dem kleinen Köder, wenn ich das ganze Jahr nehme. Wir gehen aber bei den großen Ködern ja die ganzen mittleren Fische, die kleinen oder auch die nicht unspannenden Barsche auch durch die Lappen, ne? Das muss ja nicht sein. Oh, ein schöner Fisch. Schöner Fisch. Darf ich ihn dir landen? Ja, gerne. Ich bitte darum. Yeah! Alter, komm. Alle guten Dinge sind drei, habe ich gesagt. Super. Und das ist der dritte Versuch und der dritte hat geklappt. Schöner Fisch und Ausdauer wird immer belohnt. Ja, Mann. Cool. Weltklasse. Prima. Ach, herrlich.
wirklich schön auf die Klitter. Jetzt habe ich auch wirklich konzentriert gesagt, das kann nicht sein, zwei verloren, ja, und der dritte, ich habe es uns noch gesagt, alle guten Dinge sind dran. Tja, gekonnt ist gekonnt, Herr Hähnel, ne? Da ist er. Schau mal, dein Fisch. Danke, genau. Prima. Yes! Super. Herrlich. Was ein Elbzander, das sind eine schöne, saustarke Fische, ja. Da stand nicht nur in der Rute wie ein Bär, da ist auch eingestiegen wie einer. Und man sieht sogar, dass er den gefalten hat, den Köder, wie ich es vor uns gesagt habe. Auf der einen Seite schaut der Bleikopf aus dem Maul, auf der anderen Seite das Schwänzchen, was jetzt auch abgebissen ist. Hier, wie ein Rollmops zusammengelegt. Ja, nachdem wir ja schon ein paar wirklich schöne Fische heute gefangen haben, bin ich jetzt auch so richtig gut drauf und erzähle euch noch mal einen kleinen Trick, den ich sehr gerne meinen Gästen erkläre bei den Guiding-Touren und der optimal geeignet ist, um das tiefste Loch, das es in unseren Flüssen gibt, gleich unterhalb des Buhnenkopfes, wo wir dieses Kehrwasser haben, wo die Wirbel sind, wo die Strömungskante scharf dran vorbeigeht, konzentriert und gut auszufischen. Und das mache ich mit dem sogenannten Bauerntrick. Schaut her, ich pendle den Wurf einmal unter der Hand in den Bereich der Strömungskante, lasse die Schnur durch meine Finger nach unten gleiten, man spürt dann wunderbar, wann der Köder unten ist, und faulenze den Köder direkt mit steiler Rute an mich ran. Fisch! Woo! Großer! Richtig großer Zander! Yay! Scheiße. Das ist der Bauerntrick, der eigentlich immer dann gut ist, wenn man mal einen richtig dicken fangen will. Und jetzt haben wir einen 90 plus Zander dran, möglicherweise. Ah, ich danke, das ist sehr stark. Sehr stark ist der Bursche. Und ist hier an der Strömungskante reingekommen. Herrlicher Fisch. Einer dieser aggressiven männlichen Fische, wie man sie jetzt nach der Laichzeit, nach dem Ableichen gelegentlich rankriegt. Der hat sich aber reingestemmt hier im Loch, oder? Boah.